Hallo, mein Name ist Claudia Schiesel und ich stehe heute vor dem Künstlerhaus in Graz. Ich habe mir nämlich die Ausstellung Deutschland Anschluss Österreich von Jan Böhmermann angesehen. Das ist eine Exponatenausstellung, in dem Jan Böhmermann, der bekannter deutscher Satiriker und Moderator des Neo-Magazins ist, sich als Künstler gezeigt hat. Es ist übrigens auch nicht seine erste Ausstellung. 2017 gab es unter dem Namen Deutschland, ähnlich falsch geschrieben wie hier, eine Ausstellung seiner Erstentwürfe, wenn man so möchte, wo er eben auch schon kritisch hinterfragt, ob das Verhältnis Politik und Medien wirklich so sinnvoll ist, wie wir es derzeit erleben. Wie läuft das Ganze ab? Bei der Ausstellung kommt man zuerst einmal hinein, da gibt es ein Zollwärterhäuschen. Da gab es ursprünglich drei verschiedene Eingänge, nämlich für Österreicher, Deutsche und Ausländer. Ausländer konnten, wenn sie wollten, die Hunde- oder Katzenklappe beim Pförtnerhäuschen benutzen. Das ist aber mittlerweile verschlossen. Als Teil einer dynamischen Weiterentwicklung der Ausstellung wurden nämlich diverse Exponate abgeändert oder eben auch geschlossen. Da gab es zum Beispiel eine Kulisse oder eine Installation, in der man sich hineinversetzen konnte in die Waldspiele von Heinz Christian Strache. Dort wurde eine Puppe aufgestellt und ein Baseballschläger dem Besucher zur Verfügung gestellt. Er konnte mit diesem Baseballschläger recht nah an die Puppe herangehen, sollte sie aber nicht anstoßen. Das wurde aber von einigen Besuchern nicht beachtet. Jedenfalls, als HC Strache dann in weiterer Folge Mitte Mai zurückgetreten ist aufgrund der Ibiza-Videos, wurde diese Installation auf Geheiß von Jan Böhmermann gesperrt und die Puppe zerstört. Hintergrund war, das war eine Anspielung auf die Paintball- oder Gotcha-Spiele von 1989, wo es ja diverse Fotos von HC Strache gibt. Ja, außerdem hat er sich eben auch mit der deutschen Politik sehr intensiv beschäftigt. Da gab es etliche Ölgemälde, die er angeblich selber gemalt hätte, basierend auf Fotos aus der Bild-Zeitung, die das nahe Verhältnis zwischen Angelika Merkel und dem Springer Verlag zeigen sollten. Da hat man eine Geschäftsführerin, die Frau Springer, eben gesehen, inklusive einen der Direktoren des Springer Verlages bei einer Ausstellungseröffnung, und umgekehrt wurden auch Bild-Redakteure Ursula von der Leyen, die deutsche Verteidigungsministerin, und eben Angelika Merkel abgezeichnet, wie sie auf einem Tisch bei einer Party sitzen und in gemütlicher Runde miteinander reden. So findet man da eben Ölgemälde, die das nahe Verhältnis zwischen Politik und Medien unterstreichen sollen. Angelika Merkel wird mit Frau Springer, eben die Chefin des gleichnamigen Springer Verlages, gezeigt bei einer Ausstellungseröffnung. Und außerdem sieht man Ursula von der Leyen, die deutsche Verteidigungsministerin, und Angelika Merkel in gemütlicher Runde bei einem Tisch sitzen, während sie mit Reportern und Journalisten der Bild-Zeitung und anderer Springer-Produkte miteinander reden und Wein trinken. Ja, um zu beweisen, dass Jan Böhmermann tatsächlich auch Maler ist, hat er sich abfotografieren lassen, als er eben diese Gemälde gezeichnet oder gemalt hat. Er hat auch als Beweis ein Malerhemd ausgestellt, auf dem Farbkleckse zu sehen sind. Bekannterweise ist das blau-weiß gestreift und erinnert an KZ-Kleidung aus dem Zweiten Weltkrieg. Und zudem sieht man auch eine Farbpalette und einen Pinsel. Und wenn wir schon bei Originalen sind, Angelika Merkel hat Jan Böhmermann ihre Bergwanderskluft von verschiedenen Presseterminen zur Verfügung gestellt.
die ist auch dort ausgestellt, eben weil das auch schon ein Exponat war, was man bei der Ausstellung Deutschland vor 2 Jahren sehen konnte. Das heißt Hemd, Karo, Rot, Weiß oder beige Kappe und beige Hose. Das waren die Kleidungsstücke, die Angelika Merkel bei diversen Wanderungen mit anderen Politikern oder prominenten Personen getragen hat. Und auf Basis von Fotos, die er aus der Bild-Zeitung und anderen Medien übernommen hat, hat er dann eben diesen Bereich der Ausstellung entworfen, inklusive einer Originalurkunde oder eines Originalbriefes vom Deutschen Bundeskanzleramt, wo bestätigt wird, dass diese Kleidung wirklich von Angelika Merkel getragen wurde. Ja, wenn man das übrigens angreifen möchte, kein Problem. Man kann tatsächlich die beigen Socken von Angelika Merkel, das Beinkleid, als auch das Hemd und die Kappe als eigene Ausstellungsstücke noch einmal ergreifen. Ja, zudem gibt es auch einen Automaten mit Hassglückskeksen und einen Messestand einer Fake-Veranstaltung oder eines Fake-Vergnügungsparks, den sogenannten Reichspark, in der die deutsche Geschichte von 1932 bis 1945 noch einmal näher beleuchtet wird, inklusive Reenactment-Show im Bereich KZ-Lager, Landung in der Normandie oder der Zeppelinfahrt auf Schienen quer durch die deutschen Alpen. Demgegenüber steht natürlich dann auch die Betrachtung von seinem Prozess mit Recep Erdogan oder Recep Tayyip Erdogan, dem türkischen Präsidenten, der im Jahr wegen Majestätsbeleidigung aufgrund eines Schmähgedichtes geklagt hatte in Deutschland. Und da findet man einerseits Artikel ausgestellt von einem Bildredakteur, der eben auf Jan Böhmermann ziemlich angefressen war und gemeint hat, dass das eben weit über die Normen der Pressefreiheit hinausgeht. Und andererseits kann man auf der Webseite eines Hamburger Gerichtes bei dieser Ausstellung selber nachlesen, welche Passagen von dem Gedicht zensiert wurden, inklusive einem Vortrag des Gedichtes im Deutschen Bundestag, bekannterweise durch einen CDU-Politiker. Und zudem gibt es auch noch ein Bett mit lauter stinkenden Eiern. Das wurde extra für Österreich gemacht. Und er meinte eben gegenüber der Ausstellungsorganisatorin, dass dieses Bett quasi das Gefühl zeigen soll, dass ein Künstler immer wieder mal sich fühlt, als ob er auf rohen Eiern schläft. Last but not least gibt es auch eine Anspielung auf Fritzl, weil ein Teil der Veranstaltung oder der Ausstellung, besser gesagt, findet im Keller statt. Und wenn er schon die Möglichkeit hat, in einem österreichischen Keller zu sein, dann gibt es zumindest ein paar Worte, die auf eine Wand geschrieben worden sind, die eben an diesen Fall Fritzl in Amstetten und den eingesperrten Kindern und der Mutter erinnern sollen. Und dort gibt es dann auch noch wirklich eine sehr interessante Installation, nämlich einen Nadeldrucker, der meterweit oder besser gesagt kilometerweit Papier druckt und auf den Seiten stehen tatsächlich Tweets von Politikern aus Deutschland und Österreich. Es gab eben bei der Vorgängerausstellung Deutschland Anschluss Österreich bereits eine solche Installation. Er hat die Ergebnisse davon damals zusammengepresst. Es waren 8100 Meter und diese Masse an Papier und Gedanken hat er dann in Epoxidharz konserviert und mit 2 in Deutschland Farben angemalten
Spanngurten fixiert. Ich gehe mal davon aus, das wird mit Österreich auch bald so sein. Also mit diesem Österreich-Stapel. Abschließend gab es natürlich dann auch noch Verweise auf seine Arbeit als Moderator und hat er eben auch auf diesen wurde auch auf diesen Reichspark und auf eine Moko-Doku, also eine Fake-Doku verwiesen, die sich eben mit dieser Thematik Reichspark, Reenactment und Gedenkkultur auseinandersetzt. Ja, Fazit. Was ist von Jan Böhmermann zu halten? Ist die ganze Ausstellung ein Skandal? Nein, wirklich nicht. Bekannterweise hat ja auch das Bundeskanzleramt diese Ausstellung mitfinanziert. Wer weiß, vielleicht hat ja Sebastian Kurz den ein oder anderen Hinweis zu Ibiza von Jan Böhmermann erhalten. Vielleicht kommt da ja was mit der aktuellen E-Mail-Affäre noch heraus. Aber wir wissen eines, Jan Böhmermann ist ein kritischer Zeitgeist, nicht jedermanns Geschmack, aber schließlich darf Satire erlaubt sein. Und im Gegensatz zu dem Interview, das eben im ORF gezeigt wurde, darf ich dann doch schon sagen, ich distanziere mich von der Ausstellung an der Stelle nicht. Man sieht sie ja auch hier im Video nicht. Ich finde es okay, aber schließlich, das ist meine private Meinung, muss das jeder für sich selber entscheiden. Ein Burner war sie nicht, aber die 45 Minuten, die ich dort war, waren nicht ganz vergeudet. In diesem Sinne, bleibt kritisch. Schaut weiter bei On The Grid und Inside Politics zu. Und wer weiß, wir liefern ja grundsätzlich immer mehr als Tagespolitik. Vielleicht kommt ja demnächst wieder mal was Neues. See you, der Wahlkampf wird heiß. Ich wünsche euch einen heißen Sommer. Bis bald. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.